Der Markt regelt alles. Solche neoliberalen Träumereien müssen im öffentlichen Diskurs zusehends realitäts- und menschlichkeitsorientierten Prinzipien wie Solidarität weichen. Konservative wie Philipp Amthor haben es in so einem politischen Klima natürlich nicht leicht. Sie sind verpflichtet, den neoliberalen Status quo bedingungslos zu vertreten und zu verteidigen. Leider wurde ihm das in seinem Interview bei Jung und Naiv letzte Woche viel zu leicht gemacht. Ich bin hier, um das auszugleichen. Anhand eines einminütigen Ausschnitts aus dem Interview werde ich aufzeigen, wie Philipp Amthor rhetorisch täuscht und zu welchem Zweck, wie Thilo und Hans dem viel zu wenig entgegensetzen und was wir daraus lernen können. Philipp, ich habe dich schon richtig verstanden, dass du gesagt hast, diese Krise muss eigentlich Anlass dafür sein, dass Menschen, die im Gesundheitssystem arbeiten, und zwar vor allem auch im Pflegebereich, aber vermutlich auch Ärzte, in Zukunft besser bezahlt werden. Das ist deine Position, richtig? Also es ist schon so, dass das Thema Löhne im Pflegebereich weiter steigen muss. Das Thema Löhne muss steigen, nicht die Löhne. Das Einzige, was sich hier vielleicht an Bedeutung herausschälen ließe, wäre, dass mehr über die Löhne geredet werden muss. Thema und steigen sind keine Wörter, die normalerweise in Bezug aufeinander verwendet werden. Niemand spricht von steigenden Themen. Aber natürlich sprechen viele Leute von steigenden Löhnen und fordern diese zu Recht ein. Und dadurch, dass ja diese Wörter Löhne und Steigen hier in direkter Nachbarschaft miteinander, aber nicht in Bezug aufeinander verwendet, schafft er zwei Dinge. Bei beiläufigen ZuhörerInnen kann er eventuell den Eindruck erwecken, er würde sich für höhere Löhne einsetzen und gleichzeitig kann er sich immer darauf zurückziehen, dass er das ja so nie gesagt hat. Ich glaube, dass die gesellschaftliche Erwartung auch um die Akzeptanz für den Job zu sichern. Was Erwartung hier heißen soll, darüber kann man wirklich nur spekulieren. In der großzügigsten Interpretation könnte es sowas heißen wie, man solle von PflegerInnen nicht erwarten, dass sie sich für niedrige Löhne so kaputt arbeiten. Und das wäre natürlich berechtigt, aber das wollen wir Philipp Amthor mal nicht zutrauen, dass er so eine Meinung hat. Und ich denke, die Akzeptanz des Berufes PflegerInnen ist eigentlich ausreichend gesichert. Der Respekt vielleicht nicht davor, aber dass jemand moralisch es verurteilt, dass jemand diesen Beruf wählt, kann ich mir kaum vorstellen. Das einzige Szenario, in dem jemand diese Berufswahl vielleicht scharf zurückweist, wäre, wenn ein Sohn zu seinem konservativen Vater kommt und sagt, Vater, ich möchte Pfleger werden. Und der Vater erzürnt ausruft, mein Sohn macht was Richtiges und ihn auf die Finanzakademie schickt. Aber das ist dann doch ein Ausdruck eines der zentralsten konservativen Familienwerte, seine Kinder als Anlage in Steigerung des eigenen bürgerlichen Ansehens betrachten. Das kann Philipp jedoch kaum diskreditieren wollen. Dieser Teil ist also weitestgehend inhaltslos, aber Philipp muss eben noch ein bisschen bei den PflegerInnen bleiben, damit man ihm nicht vorwerfen kann, er würde diese nicht berücksichtigen, bevor er dann in einen Bereich übergeht, in dem er sich viel wohler fühlt. Vorstand. Aber wir müssen auch sehen, ich sehe das aus ganz praktischen Fällen, weil ihr gefragt habt, wie ist das so mit den Krankenhäusern bei mir im Wahlkreis? Na, jetzt wird's bestimmt spezifisch. Wenn ich schaue, manche Krankenhäuser, da liegt es ja nicht daran, dass die Leute irgendwie nicht mehr zusätzliches Pflegepersonal haben, weil jetzt die Eigentümerin sich einen zweiten Porsche kauft, sondern dass... Ach Thilo, das ist doch genau der Punkt, an dem der Spaß aufhört, nicht wo er anfängt. Anstatt spezifisch zu werden, stellt Philipp hier nämlich diesen Strohmann von einem gierigen Unternehmer, der wohl aufgrund seines schlechten Charakters gerne Leute ausbeutet für seinen eigenen Reichtum in den Raum und stellt es damit so dar, als wäre das, worauf die Kritik der Gegenseite basiert. Und das ist ja totaler Quatsch.
Wir könnten generationenlang hier sitzen, wenn wir uns damit aufhalten würden, jeden einzelnen gierigen Menschen zu kritisieren. Es geht darum, was dieser Staat ermöglicht. Dieser Staat ermöglicht es unter anderem, dass sich Private Equity Firmen wie Nordic Capital 170 Pflegeheime, die Aloheim-Pflegeheime, unter den Nagel reißt. Und natürlich schert sich Nordic Capital nicht darum, ob die MitarbeiterInnen in diesen Pflegeheimen in irgendeiner Weise auch nur annähernd gerecht entlohnt werden. Nordic Capital kümmert sich um Nordic Capitals Kapital. Und Nordic Capitals Kapital steigt dann am schnellsten, wenn in den Aloheim-Pflegeheimen so viel eingespart wird, wie es wiederum dieser Staat zulässt. Jetzt könnte man natürlich einwenden, aber es sind doch nicht unbedingt alle privat geführten Krankenhäuser und Pflegeheime schlechter als solche in öffentlicher Hand. Vollkommen richtig. Natürlich erstreckt sich die neoliberale Ideologie nicht nur auf Privatunternehmen. Genau das macht ja unter anderem den besonderen Charakter des neoliberalen Kapitalismus aus. Auch das, was aus neoliberaler Sicht bedauerlicherweise in öffentlicher Hand bleibt, wird so weit wie möglich nach Marktprinzipien organisiert. Das heißt, auch hier bekommen dann Einsparungen und Wirtschaftlichkeit die allerhöchste Priorität. Die Gewinnorientierung im Gesundheitssystem kritisiert im Übrigen sogar Jens Spahn. Aber der wird ja in privaten Unterredungen zwischen Philipp Amthor und Friedrich Merz bestimmt sowieso als ganz knapp an der Grenze zum Linksextremismus gehandelt. Sondern das liegt ganz einfach daran, dass man die Pfleger kaum mehr findet. Sondern es gibt keine Zusammenhänge zwischen der Bezahlung und der Attraktivität eines Jobs. Man könnte meinen, der verträumte Philipp argumentiere hier auf der Basis des Rollenspiels Dungeons and Dragons. Als wäre das Problem, dass sich einfach nicht genug Leute bei der Charaktererstellung für die Klasse PflegerIn entscheiden. Und ich glaube, da ist es eine Balance von verschiedenen Dingen. Und ich merke bei vielen, dass sie auch bereit sind, mehr zu bezahlen. Und deswegen glaube ich, die Tendenz, dass die Entlohnung im Pflegebereich steigt, ist richtig und notwendig. Okay, immerhin findet er die Tendenz steigender Löhne richtig und notwendig. Allerdings scheint die ihm zufolge schon gegeben zu sein, einfach weil sich einzelne UnternehmerInnen, die netten, die mit dem guten Charakter, freiwillig dazu entscheiden, ihren Angestellten mehr zu zahlen. Er spricht am Anfang nicht von Veränderung. Am Ende gibt er dann zu, dass er auch keine Veränderung gemeint hat und kann es gleichzeitig so rüberbringen, als hätte er am Ende ein bisschen mehr gesagt als am Anfang. Die Freiheit von Unternehmen und Private Equity Funds, aus dem Gesundheitswesen so viel Profit wie möglich zu ziehen, darf nicht angetastet werden, egal wie sehr das auf Kosten der Freiheit der PflegerInnen und der sonstigen Angestellten geht. Und Thilo und Hans lassen ihm das so durchgehen. Thilo fragt dann noch, ob er es denn außerhalb von Krisenzeiten okay finde, dass das Gesundheitssystem profitorientiert ist, so als hätte er gerade irgendetwas davon gesagt, dass er es innerhalb dieser Krisenzeiten nicht okay fände. Und dann kann Philipp darüber schwadronieren, dass das ja keine Profitorientierung sei, sondern der Markt. So kann der findige Philipp sich aus jeglicher Kapitalismus-Neoliberalismus-Kritik herauswinden, während Thilo und Hans die Gelegenheit verpassen, seine antisolidarische Ideologie bloßzustellen. Schaut euch bitte das gesamte Interview mal an, wenn ihr es noch nicht getan habt. Es gibt darin noch einige weitere widerliche Stellen, an denen Philipp zum Beispiel von Obdachlosen spricht und sagt, er habe in Ueckermünde ja noch nie einen Obdachlosen gesehen. Und wenn es denn für Obdachlose zu absoluten Notsituationen käme, dann hätte der Staat auch Möglichkeiten, sie vor sich selbst zu schützen.
Insgesamt sehen wir in diesem Interview, dass sich auch hinter den scheinbar inhaltslosen Phrasen eines Philipp Amthor durchaus Bedeutung verbirgt. Es ist nur eben in seinem Interesse, vor einem Publikum wie dem von Jung und Naiv und in Zeiten wie diesen diese Bedeutung verborgen zu lassen. Philipp Amthor ist Politiker und Jurist. Er achtet auf seinen genauen Wortlaut und wir sollten dasselbe tun, um seine neoliberal-antisolidarische Ideologie zu erkennen. Ihr könnt euch dann natürlich eure eigene Meinung über diese Ideologie bilden. Meiner Meinung nach jedenfalls gehört sie komplett über Bord geworfen und auch nach der Krise sollte sie nicht wieder heraufgeholt werden. Und wo wir es gerade schon von Antisolidarität haben, fällt mir doch ganz spontan die Taz ein, die sich noch immer nicht entschuldigt hat für die transfeindliche Hetze, über die ich in meinem letzten Video gesprochen habe. Ich werde das immer wieder in jedem meiner Videos ansprechen, entweder solange bis sich die Taz entschuldigt hat oder solange ich diese Videos mache. Macht's gut, bleibt gesund.